Leute, wie ihr erkennen konntet, geht es heute um Haider Ackermann. Ich habe mich dazu entschieden, immer mal wieder so ein kleines Porträt von den Designern zu halten, die mich so inspirieren bzw. faszinieren. Und ich denke auch mal, jeder, der sich mit Fashion beschäftigt, sollte so ein paar kleine Hintergrundinformationen von gewissen Designern haben. Und ich denke mal, dass es wirklich ja, den Großteil interessieren wird. Ich versuche natürlich, das Video nicht allzu lange zu halten. Also die Betonung liegt natürlich wieder auf Versuchen. Aber ja, deswegen starte ich auch direkt mit dem Video. Zu Haider Ackermann gibt es so viel zu sagen. Er wurde geboren am 29. März 1971 in Kolumbien und wurde daraufhin mit 9 Monaten von einer französischen Familie adoptiert, wo er dann den Großteil seines Lebens, also beziehungsweise seiner Kindheit, in Afrika und in Frankreich verbracht hat. Und hier war es dann auch so, dass seine Familie dann irgendwann, als er dann 12 Jahre alt war, nach Holland gezogen ist, was natürlich sehr gut für ihn war, weil er hat sich schon zu der Zeit sehr, sehr inspiriert gefühlt von Yves Saint Laurent und hat daraufhin auch angefangen zu studieren, und zwar auf der Academy of Fine Arts in Antwerpen. Dies brach auch schon nach 3 Jahren ab, weil er einfach schon seine eigene Marke nach vorne bringen wollte, und hat dann unter anderem ein Praktikum gemacht, zum Beispiel gerade bei John Galliano, der zu der Zeit Creative Director von Dior war, hat ein kleines Praktikum gehalten, um einfach schon mal Geld für seine eigene Marke zu verdienen. Ja, 2001 war es dann soweit, er hat seine eigene Marke Haider Ackermann gegründet und hat seitdem ziemlich viel Zeit für seine erste Kollektion investiert, die er dann 2002, 2003 auf der Pariser Fashion Week vorgestellt hat. Da war es auch so, dass einige Designer schon sein Talent erkannt haben, und beispielsweise Raf Simons hat ihn bei seiner allerersten Kollektion ein bisschen unter die Arme gegriffen, was eigentlich schon sehr krass ist, wenn man sich überlegt. Und ja, ist natürlich nicht so leicht, seine eigene Marke zu pushen, weil man muss auch erstmal Geld verdienen, weil man ist noch relativ unbekannt. Ja, nebenbei hat er dann noch bei Rufo Research gearbeitet, das ist ein Premium-Leder-Bekleidungshersteller. Ja, war da einfach 2 Jahre Head Designer, um einfach ein bisschen Geld zu verdienen für seine eigene Marke. Wie gesagt, 2002, 2003 hat er dann seine eigene erste Kollektion rausgebracht. Das war mal eine Womenswear Kollektion, und viele, denke ich, fragen sich auch immer, wieso Designer ja meistens immer mit Womenswear anfangen. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen klar auf der Hand, weil einfach ja, die Fashion-Szene einfach, wenn man ehrlich ist, einfach so ein bisschen so eine Frauendomäne ist und es einfach leichter, glaube ich, ist für einen Designer, da erstmal Fuß zu fassen, und deswegen hat er sich auch entschlossen, einfach mit Womenswear anzufangen. 2005 hat er dann Anne Chappell kennengelernt. Das ist eine Investorin, die sozusagen diese Group, wie hieß die nochmal, Group BVBA 32, glaube ich, soweit ich noch weiß, hieß die. Da war unter anderem auch Andy mit drin, also ihr wisst, glaube ich, wen ich mit Andy meine. Ich versuche es mal kurz auszusprechen. Andy Dillemeneister, ich weiß, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ich hoffe es zumindest, war da auch unter Vertrag. Das ist, wie gesagt, eine Investorin, die in verschiedene Modelabels investiert. Und zwar Haider Ackermann, glaube ich, auch ganz recht, weil da muss er nicht zwischen vielen Modehäusern hin und her springen, um Geld zu verdienen. Ja, im Laufe der Zeit haben natürlich viele große Designer auf dem Schirm gehabt, weil sie einfach sein Talent erkannt haben, wie beispielsweise Galliano, der ihn als Nachfolger von Dior gesehen hat. Was eigentlich noch krasser ist, dass beispielsweise Mason Margiela, der sein Modehaus als Creative Director abgeben wollte und eigentlich Haider Ackermann haben wollte, der aber dankend abgelehnt hat, was eigentlich auch schon heftig ist, wenn man ehrlich ist. Und was sogar noch eine Stufe drüber ist, ist, dass Karl Lagerfeld ihn sozusagen als potenziellen Nachfolger für ihn als Creative Director bei Chanel gesehen hat, was, ja, was glaube ich, einer der größten Ritterschläge ist, die man bekommen kann, wenn Karl Lagerfeld sagt, dass er einfach sehr viel Potenzial in dir sieht. Ja, und wisst, was Karl Lagerfeld war, dass er sowas über jemand anders sagt, das passiert schon relativ selten. Und auch die Presse hat ihn extrem gelobt und hat ihn schon als den neuen Yves Saint Laurent gesehen. Und da hat man einfach schon gesehen, was für eine Ausstrahlkraft Haider Ackermann in seinen jungen Jahren schon hatte. Ja, und die Steilfahrt ging gerade weiter. Also 2011 hat das dann auf die Vogue geschafft, auf das Titelblatt, was, glaube ich, schon so mit einer der krassesten Sachen ist, die einem passieren können als Designer. Also eher nicht direkt, sondern ein Kleid von ihm, und zwar von Lady Gaga. Bild blende ich euch ganz kurz hier ein, da hat sie so ein weißes Kleid von ihm getragen. Und ich glaube, viele von euch wissen es, ja, wenn man es auf die Vogue schafft, aufs Titelblatt, dann kennt sich eigentlich sozusagen fast die ganze Welt, wenn man ehrlich ist. Ich denke mal, die Vogue ist somit einer der renommiertesten Zeitschriften, wenn es um das Thema Mode geht. Ja, 2013 war es dann so, dass er sich unabhängig gemacht hat. Also er hat sich dann von Anne Chappell als Investorin getrennt, ja, weil er einfach schon ein gewisses Standing hatte und einfach nicht mehr auf das Geld angewiesen war von Investoren. Und hat dann sozusagen auch zugleich seine allererste Manswear-Linie rausgebracht.
Endlich, ja, nach gefühlt 10 Jahren Womenswear, hat er sich dazu entschlossen, Manswear zu machen, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Die Sache mit den Designern ist einfach so, wenn die natürlich erfolgreich sind und Leute viel Potenzial in den Designern sehen, dann kriegen sie halt immer wieder Anfragen. Und 2016 hat Berluti bei ihm angeklopft und wollte ihn als Nachfolger für Alessandro Sartori. Und da hat er einfach gedacht, okay, das ist ein sehr traditionelles Unternehmen, das es schon sehr, sehr lange gibt. Und da hat er einfach gesagt, okay, mache ich, habe ich Lust drauf. Was ich eigentlich gar nicht erwartet hätte, aber jetzt einfach dann gemacht, weil viele hätten nicht gedacht, dass er jetzt noch irgendwo, weil wie gesagt, ihr müsst halt überlegen, der hat bei Bargella abgesagt, der hat bei Chanel abgesagt, der hat bei vielen Modehäusern abgesagt und dann macht er halt Berluti. Das haben viele halt nicht verstanden, aber er ist halt einfach Heide Ackermann, der hat einfach seinen eigenen Kopf, was das Ganze angeht. Und Berluti wollte ihn halt einfach nicht nur als Creative Director, sondern die wollten wirklich, dass er eigentlich sozusagen alles macht. Also sie wollten, dass er die Womenswear macht, die Manswear, sollte das Image der Marke neu erfinden, Werbekampagnen machen, das Geschäft führen. Also er war wirklich für alles sozusagen tätig. Und ja, ist wie gesagt meiner Meinung nach sehr gut gemacht, weil er, ja, wer Berluti nicht kennt, das ist so eine Herrenmode, die machen halt auch Anzüge und Mäntel und alles drum und dran. Das ist eigentlich eher bekannt für diese Schuhe, für diese Lederschuhe von Berluti, glaube ich, die auch viele von euch kennen. Ja, und bei Berluti war es auch so, dass so mit einer der besten Kollektionen, die ich von ihm gesehen habe, oder allgemein so einer meiner absoluten Lieblingskollektionen, war halt die Fall Winter 2018, 2019. Also es war seine allerletzte Kollektion, die er vorgestellt hat, bevor er sich von Berluti getrennt hat. Aber dazu komme ich gleich. Weil das war so mit einer der krassesten Kollektionen für mich. Ja, meistens kommt es dann immer zu einem Interview, wo dann halt gefragt wird, was seine Inspiration sozusagen für diese Kollektion war. Und da hat er den Satz gesagt, in a world that is louder than ever. Da mag er einfach diese Grundidee von einem ruhigen Mann, der einfach bodenständig ist, der schon was in seinem Leben erreicht hat und einfach ja nicht so drüber lebt, weiß, die Wetter ist so schon laut genug und alles ist schnell und jeder versucht nur noch mehr Geld zu verdienen und sich noch besser zu kleiden und diese ganzen Geschichten halt. Und hier wollte er einfach so was Bodenständiges haben. Und es war, wie gesagt, seine Inspiration für diese ganze Kollektion, was man, denke ich, auch einfach ja bei der Runway Show sieht, dass das Ganze so schlichter gehalten ist mit ruhiger Musik und einfach die Farben sehr neutral gewählt wurden. Einfach nur der ganze Vibe von dieser ganzen Runway Show war einfach genau mein Ding. Also es hat wirklich so in das Ganze reingepasst. Also den Link packe ich euch auf jeden Fall unten in die Beschreibung rein. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Es geht irgendwie so knapp 8 Minuten. Und da gab es auch 2 Looks, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Zum einen so ein Mantel. Das war irgendwie so ein beige-weiß. Der sieht schon fast aus wie so ein Bademantel. Aber ihr habt einfach so einen schwarzen Kragen. Und unten nochmal an dem Saum oder an dem Bund habt ihr auch nochmal so ganz kleine schwarze Details, was ich, wie gesagt, einfach mega finde. Wie gesagt, sieht auf dem Bild jetzt eben ein bisschen aus wie ein Bademantel, aber ich finde es einfach nur mega. Und das Zweite ist, da hat er so eine Art Trenchcoat an und sieht auch, wie gesagt, richtig krass aus. Wirklich von der Konstruktion her, wie das Ganze kombiniert hat, gefällt es mir sehr, sehr gut. Und drunter einfach diesen typischen Haider-Bomber und darüber noch ein Trenchcoat mit der weißen Hose, mit den Schuhen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Dann würde ich fast 1:1 so tragen, weil ich der Manswear-Typ wäre. Ja, aber es war somit einer meiner 2 Lieblingspieces von der Kollektion und allgemein einfach der ganze Vibe, die Musik, diese ganzen Farben, die er da benutzt, weil Heide Ackermann, für viele, die es nicht wissen, ist wirklich sehr bekannt dafür, dass er viel mit verschiedenen Materialien arbeitet, mit verschiedenen Kontrasten, also dieses scharf und weich und feminin, maskulin. Dafür ist einfach bekannt, um das Ganze noch so eine gewisse Note mit reinzubringen, das Ganze. Und es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und zieht es euch auf jeden Fall rein. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, er hat es dann von Berluti getrennt. Viele Gerüchte sagen einfach, dass es daran lag, dass er natürlich da zwischen 2 Häusern hin und her gesprungen ist, also zwischen seinem eigenen und Berluti. Und Berluti wollte ihn halt sozusagen als sein eigenes haben. Und da haben sie halt gemerkt, dass es natürlich ein bisschen an Produktion, an der Kreativität beziehungsweise im Zusammenspiel mit den anderen Mitarbeitern nicht so gut funktioniert. Und deswegen hat man sich dann einfach getrennt. Aber wie gesagt, in den 3 Jahren, wo er dort tätig war, hat er, glaube ich, schon viel erreicht. Und ist auf jeden Fall ein Blick wert, das Ganze, seine Zeit bei Berluti. So, um das Ganze nochmal von der Streetwear-Szene zu beleuchten, gibt es natürlich auch so diese Main-Pieces, die man kennt, beispielsweise seine Burgundy Velvet Bomber, die auch A$AP Rocky und Kanye West gerockt haben. Wirklich eine sehr, sehr krasse Jacke, die geht bei Grails,
Ich glaube, ich lag den bei 2K. Mittlerweile gibt es, glaube ich, ein Listing, der will irgendwie 10K dafür. Also ist auf jeden Fall anders krank, auf jeden Fall, was die Preise angeht. Aber es ist wirklich eine heftige Jacke, wo ja auch gerade bei dieser Jacke, Bilder blende ich euch auf jeden Fall ein. Ich habe auch ein paar Fitbits gefunden im Internet, die ja eigentlich auch ganz krass sind. Was ich auch noch richtig gut finde, dass er da auch wirklich mit hochqualitativen Materialien arbeitet. Gerade der Zipper ist nicht dieser YKK, den jeder kennt, somit eigentlich auch der größte Hersteller, was Reißverschlüsse angeht. Aber ich finde, dass es gerade noch aus Italien stammt, das Ganze, dieser Racani-Zipper. Falls ich richtig ausgesprochen habe, ist nochmal qualitativ natürlich nochmal hochwertiger und der ist da auch nochmal mit integriert in die Jacke und auch in die Hose, weil die Hose ist auch sehr beliebt. Da habt ihr auch eine ganz normale, ich glaube, Baumwollhose und außen habt ihr halt diese Velour-Optik. Das ist so mit einer der Pieces, die ich mir holen würde, was Sweatpants angeht. Also zum einen natürlich die Rick Owens Berlin Pants und danach direkt gefolgt die Haider. Ansonsten, glaube ich, braucht ihr keine andere Sweatpants außer die beiden. Da seid ihr, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Und viele andere Promis haben natürlich seine Sachen auch getragen. Gerade Penelope Cruz, Janet Jackson, Victoria Beckham, wie gesagt, Kanye West, Azob Rocky, wie sie alle heißen. Und ich habe natürlich auch ein Piece von Haider Ackermann, um euch nochmal zu zeigen. Bei der Streetwear-Szene arbeitet er auch natürlich. Dafür ist er auch bekannt mit diesen Drapieren. Drapieren ist sozusagen sowas wie Hochkrempeln. Und ich habe auch eine Jacke von ihm. Ich weiß gar nicht, aus welcher Kollektion das nochmal genau ist. Ist eine Bomberjacke. Und ich hoffe, dass man es hier eigentlich einigermaßen erkennen kann, dieses Drapierte. Kann man es erkennen? Ich glaube, man kann es nicht erkennen. Aber, wobei, jetzt kann man es, glaube ich, ein bisschen erkennen. Dafür ist er bekannt. Ich blende euch auch ganz kurz noch ein Bild von Chris ein, wo eine Jacke anhat, einen Zip-Hoodie von ihm, von der Fall Winter. Ich weiß gar nicht, welches Jahr es nochmal genau war, aber so eine olivgrüne Jacke und da kennt ihr auch an den Ärmeln, das ist der typische Haider-Fit, den man kennt, ist einfach Crop Body, Drop Shoulders mit diesen drapierten und ja, deswegen, wenn man Haider Ackermann kennt und dann weiß man natürlich, dass es sofort irgendwas von Haider ist und er bringt einfach seine eigene Note in so völlig normale Basic Pieces rein, weil beispielsweise habe ich hier eine Bomberjacke, der Chris beispielsweise auf dem Bild hatte da vorhin einen Zip-Pulli an und er schafft einfach aus so einem normalen Pieces nochmal was Besonderes zu machen und das finde ich auf jeden Fall richtig krass. So, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wenn ich irgendwas vergessen habe, vielleicht habe ich ja hier noch einen absoluten Haider-Experten bei mir auf meinem Kanal. Kann dann natürlich unten in die Kommentare mich gerne verbessern, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe oder vielleicht falsche Informationen hier rübergebracht habe. Aber ich glaube, ich habe es relativ gut recherchiert, das Ganze. Ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze gefallen hat und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Format gut findet, wenn ich so ein ganz kurzes Porträt über verschiedene Designer halte, ob ich das euch interessiert oder ob ihr einfach sagt, ey Bro, hör zu, das braucht kein Mensch. Aber ich finde eigentlich, das gibt auf jeden Fall so einen kleinen Mehrwert. Sieht man jetzt nicht so häufig in der YouTube-Szene in Deutschland und deswegen habe ich gedacht, führe ich das Ganze mal ein. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.